Hallo und willkommen zurück. Na komm. Schon hart. Gut, dass eigentlich jetzt schon ist. Man hat nicht gerechnet, ne? Dass auf einmal so was von hinten kommt. Die Abklingzeiten runterkriegen. Die Fähigkeiten. Wir es dauerhaft einsetzen können. Ist schon ein bisschen ekelhaft, der Kumpel. Ah, jetzt. Ja, ich muss. Denn gib mir ein Zeug. Ey, Knochensturm ist schon eine geile Nummer. Müssen wir echt nachlegen. Also versperrte ich die Tore zur Hölle. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Inarius herausfinden würde, was ich getan habe. Und kommen würde. Ja, erzähl mir mehr. Irgendwas. Widerstand. So, wir sollten erstmal Vergleichen anmachen. Das wäre eine Maßnahme. Ich verliere Widerstand gegen Leichenranken und Intelligenz. Okay. Maximales Leben für Diener. Jetzt müssen wir überlegen. Hier ist schon gut, aber ich kann ein anderes Gerät noch tragen. Nur so gutes Zeug, ne? Komm, weiter geht's. Da muss man sich mal in aller Ruhe Gedanken drüber machen. Irgendwie noch mehr Lizenz. Komm, lauf. Ich habe kaum noch Essenz. Ups. Die. Das war jetzt nicht so geplant. Bin ja. Uff. Naja, geht. Die Punkte sind sehr fair gesetzt, muss man echt sagen. Und man behält sein Zeug. Man sollte halt nur mehr Leichen überlassen, wenn man schon noch mit diesen Dingern kämpft. Erhöhtes Leben, Blut Magus. Ah, ist schon echt gut. Mit Humor des Hasses. Da glaube ich sowieso. Bevor ich bei Nils bin, nochmal zurückreisen. Das sollte jetzt eigentlich so der Plan sein. Ich gestalte mein eigenes Schicksal und deine Prophezeiung ist nur ein kleiner Teil. Inarius. Du musst nur eines verstehen. Sobald ich in der Hölle siegreich war, werden die hohen Himmel.
Ich wünschte, das wäre wahr, Vater. Verflucht sei dieser Ort. Ich werde verfolgt. Was und wen, bitte? Okay. Das sollten wir hinbekommen. Das ist ja die Frage, von was wir verfolgt werden, ne? Klage. Okay. Nee. Ich stand da zu sehr in irgendwas drin. Kam gar nicht mit dem Heil mehr hinterher. Okay. Bitte Lilis Klage. Jetzt verstehe ich das, okay. Noch mehr Sens. Blutwellen. Du ekliger Bengel. Das ist ja so mein Plan. Ich konzentriere mich gerade so ein bisschen. Okay. Nein. Oh, was ist denn das? Echt, manchmal zu dicke Finger. Das. Ja, komm, wir haben hier schon fast fertig. Eieieiei, hier ist viel Zeug los.
mein Freund. Immer raus, das Ding. Na komm schon. Trank rein, Junge. Oder zwei. Von mir aus auf fünf. Los. Leg das Vieh platt. Mach das. Platz einfach. Saube, Schild. Oh, geil. Boah, das war... Das war anders. Gut. Krieg ich da jetzt rein? Vigo, wer hat das getan? Ich tat alles, was verlangt wurde. Der Schmerz ist jetzt fort. Eine gerechte Strafe. Ein stärkerer Mann hätte Venards Bestechung abgelehnt. Nerell. Nerell, ist sie in Sicherheit? Ja, sie ist sicher. Unser Treffen ist kein Zufall. Ich bin gekommen, um zu helfen. Übergebt ihr das für mich. Ich hätte es nie nehmen dürfen. Es ist so dunkel. Ich habe Buße getan. Glaubt ihr, es war zu spät? Nein. Nicht zu spät. Seht, das Licht ist gekommen, um euch nach Hause zu tragen, mein Freund. Ja, jetzt sehe ich es. Sie sind gekommen. Ihr braucht diese Rüstung nicht, um euren Wert zu beweisen. Ui. Uff. Barriere hinzu. Je, wenn ihr getroffen werdet, während ihr nicht gesund seid, bildet Blase um euch. Dorn geht weg, okay. Wenn ich jetzt aber gleich ausrüste, dich. Bin ich stärker. Geil. Okay. Das hätten wir denn dann. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Das musst du nicht. Ich hatte eine Vision, wie meiner Leiche der Schlüssel abgenommen wird. Unter dem wachsamen Blick der großen Schlange in meinem Sanktum. Wenn du auserwählt bist, wie du sagst, wird es geschehen. Es ist zu ruhig. Wo ist sie? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Wir müssen sie suchen. Ist er das? Ist das Radma?
Ich weiß nicht, ob du die Wahl getroffen hättest, in dieser neuen Welt an meiner Seite zu stehen. Ratma. Aber ich hätte dir den Platz dennoch freigehalten. Und nun wurde mir alles geraubt, was du hättest sein können. Gestohlen. Dieser Schlüssel öffnet mehr als nur die Tore der Hölle. Er öffnet uns den Weg in die Zukunft. Eine Zukunft möglich gemacht durch dein Opfer, mein Sohn. Dieses Opfer soll nicht umsonst gewesen sein. Eieieiei. Gleich mit, dass wir zum Ausgang war. Ich muss wieder gerade zurück. Oha. Gespannt, ey. In der Folge passiert echt viel. Wir gehen nach da. Ja, bin richtig, das ist gut. Erstmal den Golem. Splitter mache ich denn weg? Ja, Faustschild brauche ich nicht. Okay, dann überbringen wir hier mal die Nachricht. Schon wieder stundenlang durch die Gegend hier, ne? Wird jetzt ihre Mutter beerdigen? Ja, Gigo hat uns sein Leben gegeben, um uns zu beschützen. Thank you.
Na komm, weg mit dir. Ja, da lang. Gut. Nur Schrott, ne? Andere Fähigkeiten für einsetzen. Lassen. Schrott, ne? Da ist noch Kisten. Wo ist der Handschuh? Dann werden wir da gleich mal hinlatschen. Das erzählt es mir schon jedes Mal, wenn ich hier bin. Mittlerweile bin ich schon so oft hier, du müsstest mich schon mit dem Vornamen kennen. Kann ich das im Kampf nicht machen? Müsste das? Ah, hier. Das werden wir jetzt ausprobieren. Gut, da waren wir schon. So sehr viel. Dann nehmen wir das erstmal auf die Fähigkeitenliste. Ah, der Speer macht schon ab und mal Schaden, ne? Rein der Gier. Na komm. Gut, ich muss hier runter. Oha. Ja, hat sich schon mal gelohnt. Ich muss irgendwie zusehen, dass ich noch ein bisschen mehr... Ich bin noch nicht bereit. Yeah.
Genau, zack. So, ich muss jetzt hier lang. Weg mit euch. Lehrlingszauberstab, Eisenbrocken. Ich bin noch nicht bereit. Oh, Waldwesen? Waldwesen kaputt. Wenn ich das hier in so ein Riesenwaldwesen kommt. Sehen, was auf uns zukommt. Na, ja, die Mutter begraben. Vigo wollte, dass ihr das bekommt. Er war ein guter Mann. Und Lilith? War sie überhaupt hier? Habt ihr sie getroffen? Schon fort, als ich kam. Da ist noch mehr. Ich kann es sehen. Lilith entwendete Radmas Körper einen Schlüssel zur Hölle. Dann war alles umsonst. Sie ist die Einzige, die bekommen hat, was sie wollte. Mere. Sie war auf der Suche nach den legendären Horadrim. Nach Hoffnung. Sie fand beides nicht. Doch ihre Rolle in der Geschichte war noch lange nicht vorbei. Tatsächlich sollten wir sie mehr brauchen als sie uns. Damals hätte das allerdings noch niemand gedacht. Inarius war tatsächlich so unzuverlässig, wie ich befürchtet hatte. Seine Selbstsucht trieb ihn dazu, seinen Sohn Radma zu ermorden. Und Lilith entnahm der Leiche einen Schlüssel zur Hölle. Wo würde sie ihn verwenden? Es lag an uns, das herauszufinden. Okay. Gut, können wir noch irgendwas abschließen? Nö. Aber ansonsten hätten wir das. Gut. Und ich würde jetzt sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.